Hallo Leute, es geht weiter mit Return to Mysterious Island. Ja, wir sind hier immer noch auf der Insel und hatten zuletzt, glaube ich, irgendwie den Vater gehört oder Nemo oder weiß ich auch nicht. Wir sollten irgendwas kriegen, hat aber nicht geklappt. Ich glaube, hier ist jetzt auch nichts mehr, selbst wenn, dann werde ich es dann schon finden. Da war aber jetzt nichts bei diesem komischen Schiffswrack hier, ne, da vorne. Da auch nicht, da kann man nirgendwo hin. Nicht, dass man einfach noch weiter raus kann. Nee, anscheinend nicht. Hier war auch nichts, ne? Ist alles kaputt. Nicht, dass sie hier irgendwo graben kann und noch einen Schatz findet. Hier vorne vielleicht. Nee, hier ist das Grab. Ja, Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal wieder nochmal in unsere Höhle. Und gucken mal jetzt nach diesem Bastelkram. Und wobei, ich habe doch jetzt... Hatte ich nicht eine Kerze? Diese komische Öllampe. Will ich jetzt auch mal wissen, ob man da jetzt... Hey! Nein! Oh nein! Was soll denn der Scheiß? Gefunden. Strickleiter. Nimmst du mal. Äffchen, mach mal wieder. Geht ja gar nicht. Was soll denn das für... Was ist denn das für ein blöder Affe? Mach mal wieder. Ja, kann auch wieder rauf machen. Komm zurück. Komm zurück, okay. Jetzt. Dieser Affe ist zu wild. Er käme niemals mit Jeb aus. Was mache ich jetzt mit unserem Jeb? Ja gut, dann gehen... Was ist los hier? Telefon. Ja, ich gehe ran. Mama, ich glaube es ja nicht. Es ist kaum zu fassen, dass du durchgekommen bist. Hallo? Mina? Sag doch etwas. Hallo. Mama, kannst du mich hören? Hallo. Hallo? Komm schon, Mina, antworte mir. Mist. Mein Telefon kann empfangen, aber nicht senden. Mina? Ich höre nichts, aber wenn du mich verstehst, hör zu. Sie sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dich noch zu finden und dass ich die Hoffnung aufgeben soll. Das ist Blödsinn. Schlimm genug, dass dein Boot weg ist. Ich hoffe, du hattest wenigstens den Anstand, nicht auch noch zu ertrinken. Ich weiß nicht, wo du bist, aber versuch so bald wie möglich nach Hause zu kommen. Ja. Du steckst offenbar in der Geburtstag. Das hatten wir schon. Deswegen überklicke ich das jetzt einfach mal. Weiß ich nicht, warum jetzt derselbe Anruf nochmal kommt, aber es soll wahrscheinlich einfach so ein Hinweis sein, so, hey. Hey, die versuchen es immer noch und so. Gibt es vielleicht eine andere Stelle, wo man da oben reingehen kann? Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich will zurück und bestimmt kommt gleich auch wieder ein Erdbeben. Geh mal da lang. Da will ich nicht lang, da will ich nicht lang, da will ich lang. Nee, will ich gar nicht. Ich wollte nicht zurück. Ich wollte ausnahmsweise mal weiter rein. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich da sein. Genau. Das will ich, nee, das ist die falsche Wasserstelle. Ach, warte. War die da? Nee, hier, ne? Oh Gott, wie ich das hasse hier. Mit dem Herumlaufen. Dass ich so blöd bin. Wie komme ich denn jetzt nochmal zum anderen Wasser? Hier lang? Nee, bin ich wieder zur Quelle gelatscht. Hier kommt man darüber, das ist auch falsch. Bin ich denn jetzt noch nicht lang gegangen? Ich immer den falschen Weg nehmen. Hier lang. Da lang. Ah, hier lang. Okay. Mal diese Abzweigung übersprungen. Bin immer einfach weiter geradeaus gegangen. Das ist auch, glaube ich, immer so mein Orientierungsfehler. So, wir haben jetzt hier unsere Kerze offen. Geht das? Yeah, natürlich geht das. Super. Huch, wo sind wir denn jetzt? Voll cool mit der Musik. Och nö, nicht schon wieder ein Affe. Warum sind denn überall diese blöden Affen? Gegenstandlampe nicht funktionstüchtig. Können wir die funktionstüchtig machen? Mit dem Lampenöl irgendwie? Können wir die da hinten anzünden? Blöd. Oh nein.
Oh, ich hab eine Flinte. Boom. Jetzt geht's los hier. Ich glaube, wir müssen mal so einen Affen raus. Wobei, der kann ja drinnen bleiben. Ja, jetzt geht's los hier. Jetzt haben wir unsere Lampe. Kann ich die, wo ist denn die da? Da anzünden? Nicht? Ist ja doof. Ich muss das Tier wegbekommen, ohne es dabei zu töten. Ja, immer dasselbe. Och, was kann ich denn mit dem machen? Stock. Der vielleicht die Falle? Was haben wir denn so überhaupt? Kette. Können wir irgendwas bauen? Mit einem Bogen? Ich muss das Tier wegbekommen, ohne es dabei zu töten. Aber wie? Weiß ich noch nicht wie. Habe ich echt keine Ahnung. Wir haben so viele Affen. Wir haben hier einen Affen, dann haben wir auch noch... Vielleicht wieder irgendwas explodieren lassen oder so? Was ist das denn hier überhaupt? Wir haben so viel Kram auch, den ich noch nicht angeguckt und benutzt habe. Aber schön, wir haben das geschafft reinzukommen und haben jetzt mal eben so eine Flinte. Keine Ahnung, ob die geht. Aber sie wird sie wahrscheinlich wieder nicht ausprobieren. Und der Affe, der tut uns ja nichts mehr. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Ja. Und kann ich eigentlich auch nur wieder zurück, ne? Kann ich eigentlich nur wieder zurück. Ja, und immer diese Quellen. Ich weiß auch nicht. Weiß nicht. Ach, lässt sich hier irgendwas kombinieren? Und wir haben einen Schraubenzieher. Ich mach das mal irgendwie alles dahin. Also ich muss mir nochmal diese Rezepte in der Höhle angucken, aber das Problem ist, dass da jetzt wieder ein Affe ist. Also was kann ich tun? Sagt sie da denn irgendwas zu? Nicht funktionstüchtig. Diese wasserdichte Lampe wird von einer wieder aufladbaren Batterie mit Strom versorgt. Die Batterie ist allerdings leer und muss neu geladen werden. Können wir da einfach unsere nehmen? Würde das gehen? Jawohl. Das geht sogar. Gut. Und wo kann ich die jetzt benutzen? Ach, das... Ach so, dann haben wir die Batterie aber trotzdem noch wieder extra. Wenn die unter Wasser geht, kann ich dann hier unter Wasser gehen damit? Nee? Vielleicht beim Wasser, aber man kam ja immer gar nicht ans Meer. Wasserdichte Lampe. Können wir den damit vertreiben? Dem Licht irgendwie. Ich habe ja jetzt das Licht. Vielleicht brauchen wir die auch nicht jetzt, sondern ein andermal. Das Gewehr, mit dem irgendwo hinschießen, nicht auf den Affen, aber woanders hin macht es ja auch nicht, so um ihn zu erschrecken. Wo ist das Problem? Dann tötest du ihn auch nicht, wenn du einen Schuss an der Wand machst. Okay, könnte die Kugel vielleicht zurückknallen, aber, ne? Mit Stein bewerfen. Vielleicht wieder mit einer Steinschleuder? Wie ging denn das nochmal? Nee. Wollte ich gar nicht. Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht hier? Ich weiß gar nicht, was da versenkter Stoff und dann diese Linse. Ich weiß nicht, ob wir damit Feuer machen können oder was dabei rauskommen soll. Wo ist denn dieses Gummiding? Komische Kautschukteil. Mit dem konnte man noch die Schleuder bauen. Was ist das hier? Rohr- und Zinkstreifen. Was ist das? Fotos.
Gekrümmte Akazien-Dinger, Sehnen. Hier, da ist es doch. Genau. Ich glaube zwar nicht, dass das klappt, aber man sollte es ja mal probiert haben. Keine gute Idee. Der Affe könnte zum Angriff übergehen. Was soll denn der Blödsinn? Voll doof. Ja, dann weiß ich nicht. Vielleicht hier so eine Bombe basteln. Eine Drahtrolle. Ja, aber dann würde man den doch erst recht. Dann stürzt das ganze Kartenhaus hier ein. Das macht ja auch keinen Sinn. Ach, weiß ich auch nicht. Da brauchen wir auch nichts mehr. Nee, ich will auch eigentlich zurück. Ich will weg. So, sind wir wieder am Strand, hab's geschafft sogar. Wir können aber hier nicht ans Meer, das bringt also auch nichts. Was machen wir denn mit unserem blöden Idiotenaffen? Der Jepp hat ja zu viel Angst, aber wir kommen da ja wohl nicht hoch. Was kann denn der Jepp dann machen? Was können wir dem Jepp denn geben? Eine Waffe oder was? Können wir dem irgendwas anderes geben, damit er den anderen verjagen kann? Ach so, vielleicht genau, ein Geschenk wieder machen. Das ist ja auch eine Idee. Mal wieder ein bisschen umdenken. Komm zurück, Jepp. Mhm. Dieser Affe ist zu wild. Er käme niemals mit Jepp aus. Auch nicht mit einem Geschenk. Was soll das denn? Voll blöd. Taucheranzug. Und dann haben wir jetzt die Lampe und einen Taucheranzug. Und wo können wir tauchen? Wahrscheinlich irgendwo in der Höhle, wenn wir den anderen Affen verjagen, ne? Das ist doch alles ein Schmuh hier. Diesen ganzen Affen, ey, das geht mir total auf den Keks, dass man sich mal was einfallen lassen muss. Was haben wir hier? Geheimnisvoller Schlüssel. Ich will da oben halt hin. Ohne das können wir auch irgendwie nicht weitermachen. Das ist doch alles scheiße. Entschuldigung, aber voll doof. Was soll der Jepp denn machen? Ich weiß nicht, wie wir den vertreiben können. Keine Ahnung. Ob man da vielleicht halt, wie gesagt, von einer anderen Stelle oder so hin kann. So, das ist der Höhleneingang. Gibt es vielleicht einen anderen? Können wir hier unten am Berg irgendwas machen? Keine Ahnung. Menno! Jetzt können wir nirgendwo hin mehr, weil der da ist. Mit dem Feuer was tun? Ach, jetzt musste ich wieder niesen. Entschuldigung. Weiß ich nicht. Ach, ich Manno. Meine Pläne lösen sich schon wieder so auf, weil jetzt überall Affen sind. Das nervt mich total. Ich wollte jetzt eigentlich schön in die Höhle und mir diese ganzen Sachen nochmal angucken, wie man das sich bauen kann. Und stattdessen dann, ne? Sowas hier. Kommt wieder ein Erdbeben? Dem heißen Wasser. Was haben wir denn eigentlich hier für ein... Achso, das ist das. Okay. Aber weiter geht's ja auch nicht. Können wir auch nichts machen. Im Wasser. Diese Diese schweflige Wasser kocht. Ich kann es nicht trinken. Also Schwefelwasser? Könnte man damit nicht vielleicht auch was machen? Mit unserem ganzen Kram, den wir haben? Hier, so hast du auf jeden Fall schon mal einen Kessel. Vielleicht kannst du den Kessel mal kombinieren mit was.
unserer Marmelade. Hier ist ja auch einer. Der ist noch besser. Da funktioniert sogar was. Also, wir haben, was haben wir hier? Bottich. Ein Bottich mit einem Kessel. Mit einem Kessel und einem Topf und einem Bottich und einer Schüssel. Das bauen wir uns jetzt. Hammernägel. Können wir die Fotos an die Wand nageln? Was soll denn hier reinkommen? Können wir das Fett irgendwie erhitzen? Vielleicht können wir uns ja was tatsächlich in diesem heißen Schwefelwasser kochen. Ich weiß nur jetzt nicht, was. Macht für mich noch keinen Sinn irgendwie. Zucker vielleicht? Haben wir irgendwas in den anderen Feldern, was wir nehmen sollten? Den Sirup. Jetzt habe ich noch mehr Zucker gemacht. Oh Manno, das ist ja blöd. Jetzt habe ich noch mehr Zucker gemacht. Das will ich gar nicht. Aber da geht auch so der Zucker rein. Man kann auch... Alles klar. Okay. Weil ich würde eigentlich gern wissen, was sie daraus machen will. Normaler Zucker geht auch. Bin ich ja beruhigt. Bottich. Kessel. Vielleicht einfach nur mal ein bisschen Wasser. Ach, das kann sie direkt so erhitzen. Moment. Ich will das trotzdem mal versuchen. Nee, das geht nicht. Jetzt haben wir das erhitzt. Okay. Kannst du das dazu tun wieder? Nee. Jetzt haben wir heißes Wasser. Was mache ich jetzt damit? Hätte ich es mal nicht erhitzt. Das ist ja schon wieder blöd. Ja, das geht natürlich jetzt wieder nicht. Weil es ja heiß ist und so. Oh. Kannst du dir reine weiße Wäsche waschen hier? Im Schwefelwasser. Schön. Ich bin schon wieder überfragt, ganz ehrlich. Ich finde das voll schwierig. Kessel, Bottich. Keine Ahnung. Ach so. Ich habe ein Spiral. Was? 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 Was ist das jetzt? Was ist denn das jetzt? Aha. Destille. Und damit kann ich jetzt Wasser destillieren oder wie darf ich das verstehen? Ach, wir haben ja hier noch eine Schüssel normales Wasser. Das packen wir mal lieber da wieder hin. Das Wasser ist jetzt abgekühlt. Kann das sein? Und wenn ich das Wasser jetzt einfach mal nehme? Was mache ich denn jetzt damit? Damit gehe ich jetzt einfach mal zum normalen Wasser. So. Nicht dahin. Bin ich wieder hier sonst wie gelaufen. Das kennt man ja schon. Nee, es war schon richtig, aber ich muss hier die andere Abzweigung einfach nehmen. War das die? Na, die Abzweigung zum Wasser halt. Ich verpasse die immer wieder, ne? Ich so doof bin. Was das angeht, bin ich echt doof. Wasser, Wasser, Wasser. War das... Das war doch da, oder nicht? Nee. Diese Schwefel... Das ist auch Schwefelwasser. Es ist ja auch alles schweflig. Gibt's hier ein paar Beeren, die man pflücken kann? Warum läufst du jetzt voran, wenn ich Beeren angucken wollte? Nee, man kann keine Beeren pflücken. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll. Ah!
Wasser, ich will zum Wasser, verdammt nochmal. Wie blöd kann man denn sein? Bin ich wieder zu weit? Wo ist denn diese Abzweigung? Nehme ich hier immer die falsche oder was? Jetzt habe ich die falsche genommen. Dann nehme ich mal die richtige. Die da? Nee, ist auch nicht. Hä? Ja, ich werde hier niemals wegkommen. Da ist der Hügel. Da ist die Windmühle. Da muss ich doch hin. Hier ist die Kreuzung. Hier wollte ich hin. Oh Gott, endlich. Ich glaube, es war... So, Wasser. Wasser. Davon habe ich. Ja, hast du. Für dein... Weiß ich nicht, was du davor hast. Was wollte ich jetzt? Dieses Destillier-Dingsbums wollte ich ausprobieren. Ja, es funktioniert natürlich nicht. Das ist ja schön. Es war alles umsonst. Mano. Oh, ich gucke jetzt nach, was ich machen kann. Bis gleich. Also, es ist so, dass man tatsächlich aus diesen Sachen hier einen Kuchen backen kann. Allerdings gibt es da wohl auch verschiedene Variationen. Und in unserem Fall hatten wir damals auch noch was Besseres als eine Zitrone, glaube ich. Aber vielleicht können wir ja hier einen schönen Zitronenkuchen machen. Was uns fehlt, sind noch Eier. Und ich frage mich, ob ich mit ihm jetzt hier tatsächlich... Kriege ich ein Ei? Wo ist es jetzt hingefallen? Geh mal da wieder rein, Jepp. Oh nein, es ist ja runtergeplatscht. Kriegen wir eine Feder? Oh. Tatsächlich. Federn. Aber, Jepp, das wäre schon nicht mal schlecht, wenn du da so ein paar Eier irgendwie uns holen könntest. Die vielleicht irgendwie... Ne? Sonst wird das nichts mit dem Kuchen backen. Und den Kuchen, den kann man dann dem anderen Affen in der Höhle anbieten. Ja, so als Köder. Damit wir überhaupt mal wissen, auf was wir zuarbeiten. Warum habe ich jetzt hier ein zermatschtes Ei auf dem Boden? Jepp, du bist echt so ein Jepp. Jepp. Können wir das nochmal probieren, bitte? Hier, da sind doch jetzt auch wieder welche. Wie, du kannst da nicht mal mehr ran jetzt? Ei liegt auf dem Boden und wir brauchen das doch. Gibt's hier noch mehr Vögel irgendwo? Yep. Das macht Yep auch nicht. Unser Ei. Das geht gar nicht. Wir können das ja wohl schlecht jetzt hier vom Boden kratzen. Die fliegen schon immer weg. Die wissen jetzt ganz genau, was ihnen blüht. So. Können wir hier oben irgendwie noch... Wie kommen wir denn jetzt bitte an andere Eier? Als von den blöden Möwen. Oh. Die gehen ja jetzt auch immer weg. Ich habe keine Ahnung, wie man von denen ein gutes Ei kriegt. Ein Schlangenei nehmen. Schlange haben wir auch noch. Ein bisschen eklig, ne? Hey, ich will einen Kuchen backen. Gebt mir eure Eier. Es gibt doch nirgendwo anders Vögel. Unser Mehl haben wir ja auch schon. Das ist die einzige Zutat, die fehlt. Mann, das ist voll blöd. Ja, und immer wenn man hier hingeht, geht das automatisch so an. Ist auch nicht so toll. Ist doch nichts. Hier kann man doch nirgendwo... Ich habe nirgendwo ein Tier gesehen, wo man jetzt noch irgendwie woanders das hätte holen können. Das macht doch keinen Sinn, oder? Oder wie, oder was? Oder sehe ich das falsch?
Oder hat ein Affe vielleicht ein Ei? Noch so gebunden. Ist aber auch Quatsch. Wir sollen ja einen Kuchen machen, damit wir den vertreiben können. Dann, hätte ich jetzt eigentlich gehofft, dass ich mal ein bisschen weiterkomme. Jetzt stehe ich hier wieder. Da oben waren doch auch keine Vögel. Warum? Das kann man doch nur hier. Und er hat das blöde Ei zermatscht. Was soll das denn? Ja. Ah ja. Mach schon. Da oben geht er auch nicht mehr hin. Wir werden hier für immer auf dieser Insel versauern. Ganz toll. Kannst du auf irgendwelche Bäume hochklettern, wo wir noch nicht waren mit dir? Ist hier noch irgendwas? Yippie. Wegen dir, Jepp. Wegen dir. Du bist schuld. Die fliegen ja auch schon von alleine jetzt immer weg. Ich hätte jetzt sonst vielleicht gedacht, dass man die irgendwie... Weiß ich nicht. Dass man halt von weiterer Entfernung oder so... Kriegt man dann vielleicht eher ein Ei. Weißt du, was ich meine, Jepp? So, wenn ich nicht da bin und... Machst du so ganz vorsichtig, gehst du hin und klaust dir ein verdammtes Ei, so ein Mist, bis gleich. Ach, da bin ich schon wieder und ich habe mich wieder mal schlau gemacht. Aber immer nur so, dass ich irgendwie ein bisschen weiter weiß. Wir sind jetzt hier bei der Schlange, weil die können wir benutzen als Gefahr für den Affen. Der Kuchen wohl auch, aber es gibt ja in dem Spiel auch immer so verschiedene Möglichkeiten und es ist dann auch immer ein bisschen schwierig an der Stelle, wo ich dann gerade bin und was ich schon gemacht habe und so, was kann ich dann tun? Ohne zum Beispiel Eier gerade. Kann ich ja keinen Kuchen backen. Ja, ich nehme mal an, mit dem Käfig können wir sie fangen, aber mit dem Käfig ist irgendwas. Oder nicht? Dieser Käfig ist zu klein für einen Affen, aber möglicherweise können sie mit ihm ein anderes Tier fangen. Beschädigter Käfig und Korbgeflecht. Können wir den irgendwie wieder heile machen? Wir haben ja eigentlich ein paar gute Sachen. So ist nicht. Da muss ja wohl was bei sein. Wenn wir hier... Vielleicht ist der es dafür da, was wir hier gebastelt hatten. Nicht? Nein. Irgendwas. Irgendwas, irgendwas. Wo haben wir eigentlich... Zunderschwamm. Zunderschwamm, leicht entzündlicher Pilz. Aha. Wie kann ich den denn jetzt mal reparieren? Das kann nicht so schwer sein. Anscheinend schon. Das ist ja blöd. Was mache ich denn jetzt mit dem Käfig, damit das geht? Damit ich diese olle Schlange einfangen kann. Ach, es ist zum Haare raufen in diesem Spiel. Echt, also das ist unglaublich, wie viele Möglichkeiten man hier hat. Wie wäre es, wenn wir sie erstmal so wieder fangen? So. So, vielleicht geht das ja dann erst, dass wir sie überhaupt erstmal so... Und dann... Ach so, alles klar. Okay, Schlange haben wir. Gut, dann gehst du jetzt mit der Schlange zurück. Wenn wir den Weg denn jemals finden sollten, weil ich irre ja gerne mal hier rum. Ach, ich schaffe das sogar hier direkt. Ja, das ist ja so... Nee, warte mal. Wir müssen ja in die Wasserhöhle. Wir müssen ja gar nicht zu dem da oben. Bin ich ja ganz falsch hier. Wir müssen ja zurück. Männchen. So. Gehst du hier so fröhlich entlang. So. Hier wollen wir auch nicht rüber. Ist auch falsch. Und da willst du lang. Und jetzt so eine Abzweigung hier wieder zum Wasser. War das Wasser? Höhle? Ja, ne? Ja. So, gehst du da rein. Zack. Damit wir da mal wenigstens ein kleines Stückchen mal weiterkommen. Und das geht sogar. Ach, Gott sei Dank kommen wir noch mal ein Stückchen weiter. Hier ist ja furchtbar, wenn man nicht weiterkommt. Ach, und jetzt sind wir wieder in unserer Höhle. Ah, das ist ja klug. Wo ist denn jetzt hier der andere olle Affe?
der uns das Leben schwer machen wollte? Das frage ich mich doch gerade mal so ein bisschen. Und wir haben doch eigentlich auch... Ach, guck mal, was wir hier noch haben. Noch eine Lampe, Schwefelsäure, Schwefel, beschädigter Projektor und eine Leiche. Das ist eine Affenleiche. Und Wasser. Davon habe ich schon. Was haben wir denn hier? Wer diese Zeilen liest, lerne unsere gastfreundliche Insel schätzen und bedenke, für den Wissenden ist nichts unmöglich. Ein Sturm hat uns ohne Waffen und Werkzeug an diese Küste verschlagen. Dennoch lernten wir bald von dem zu leben, was das Land bietet und bedauern es nun fast, die Insel zu verlassen, um in die Zivilisation zurückzukehren. Okay. Aber hier können wir auch noch mal Wasser holen. Das scheint wichtig zu sein. Brauchen wir hier mal ein bisschen Licht? Könnten wir dann hier hin, oder... Aber sie sagt ja auch gar nicht, dass wir noch mehr Licht brauchen. Was ist denn das hier? Können wir da den... Vielleicht Fotos für Projektor und so? Können wir uns da was Schönes basteln? Der war auch beschädigt oder so, ne? Beschädigter Projektor. Ja, wir sind jetzt wieder in der Höhle. Das ist richtig gut. Weil, ja... Jetzt habe ich tausende Möglichkeiten hier und bin aber wenigstens mal wieder in der Höhle. Also da kann man doch bestimmt den Projektor hinstellen, wenn er denn dann heile ist, oder? Ne? Wie können wir den denn mal reparieren? Also erstmal das und das, alles klar. Das ist irgendwie, macht auch Sinn. Irgendwie denke ich an was Platten. Können wir das hier noch dazu tun? Nee. Ziegel. Irgendwas anderes. Ja, ein bisschen Strom. So, jetzt wird es gerade so spannend und jetzt muss ich den Part beenden. Das ist immer so doof irgendwie. Als ob ich so... Also, ich will auch nochmal an der Stelle sagen, hätte ich mehr Zeit, so für mich alleine, würde ich es alleine spielen ohne Aufnahme, dann würde ich natürlich auch länger rumlaufen, nicht so schnell in die Lösung gucken und so und einfach mal mir länger Gedanken machen, so ganz in Ruhe für mich. Aber ich will halt immer schnell vorankommen und das ist dann immer... Das ist was anderes hier einfach. So im Let's Play, da will ich schnell vorankommen. Und dann, bevor ich da lange dann rumeier, und das tue ich ja schon, versuche ich es dann immer irgendwie auf einem anderen Weg. Dass ich mir nochmal wenigstens einen Tipp hole und so. Was kann man denn jetzt hier machen? Ich muss die richtigen Teile irgendwie finden. Egal. So, kann man hier auch nochmal gucken. Hier geht's raus. Was ist mit dem Ding hier? Können wir da... Nee, damit haben wir da den Sarg und so. Waren wir denn hier überall schon drin? Nee, da will ich jetzt nicht wieder zurück. Ist schon gut, dass wir wieder hier sind. Können wir hier unsere Zundra-Bombe. Plan des Granithauses. Von unseren Arbeiten floss das Wasser des Sees über die Galerie 1. Hier. Durch die Höhle 2. Hier. Und ergoss sich am Schacht 3 ins Meer. Hier. Heißt... Nachdem wir den Wasserstand des Sees abgesenkt hatten, konnten wir die Galerie überqueren und in die Höhle gelangen. Wir bauten uns diesen Raum, in dem wir die Trennwände errichteten und Fenster sowie eine Tür zum Strand in den Felsgruben. Dann schlossen wir die Galerie mit einer Mauer, um uns zu schützen. Ja, was hilft mir das denn jetzt gerade so? Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch die Bombe irgendwie aktivieren, also so eine Kugel selber bauen. Ja, ich muss mich hier auf jeden Fall näher mit befassen, wenn wir dann im nächsten Part sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.